diesem Video möchte ich euch ein meiner Meinung nach wirklich interessantes Weltenprojekt vom Simmer Arni Plus vorstellen, an dem dieser schon seit mehreren Monaten fleißig arbeitet. Falls ihr die Modifikation noch nicht auf Twitter entdeckt haben solltet, will ich euch schnell diese nochmal vorstellen. Bald soll es für die Sims 4 eine neue Mod geben, mit der die versteckte Region für die Polizei- und Arztkarriere aus Andy Arbeit mit einer neuen Metropole namens Brook Heights ersetzt werden wird. In dieser gibt es viele verschiedene Gebäude wie Banken, Hotels, Rathäuser, ein Freiluftkino, Musiktheater und vieles mehr. So hat Arni auf Twitter schon bereits einen Screenshot geteilt, wie man mit diesen Gebäuden interagieren werden kann. Ähnlich wie in Andy Uni lassen sich hier verschiedene Interaktionen wählen. Das Musiktheater hat beispielsweise zu verschiedenen Zeiten andere Filme im Angebot, die ebenfalls etwas kosten. Aber Achtung, haltet eure Erwartungen realistisch. Manche Gebäude wird man scheinbar ohne Ladebildschirm betreten können und auch in diesen Spielen. Wie genau das Gameplay hier aber aussieht, ist derzeit noch nicht ganz klar. Was auf jeden Fall feststeht, diese Mod ist wohl die erste, die eine komplette Region grundlegend von ihren Gebäuden und dem Aufbau verändern wird. Sogar Autos und funktionierende Flugzeuge soll es geben. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass diese wirklich auf der Straße herumfahren werden. In ein paar Wochen soll die Modifikation für alle frei erscheinen. Es bleibt weiterhin spannend, wie das Gameplay genau aussehen wird. Ich muss zugeben, dass ich die Modifikation bei Arni wirklich auf Twitter sehr verfolgt habe und immer mal geguckt habe, was es da so Neues gibt. Weil auch wenn ich jetzt nicht so glaube, dass es vom Gameplay extrem krass wird, finde ich es auf jeden Fall extrem cool, was er da auf die Beine gestellt hat und auch so, dass er die Welt so krass verändert hat. Man muss ja zugeben, dass wir so eine Modifikation in der Art vorher eigentlich noch gar nicht wirklich hatten. Wir hatten ja mal diese Mittelalter-Modifikation, die die Zeit-für-Freunde-Map in so eine Mittelalter-Region verwandelt hat. Das fand ich ganz cool, aber sonst, dass alles so großflächig verändert wurde, hatten wir echt bisher, glaube ich, wirklich noch nicht. Ehrlich gesagt finde ich, dass mit dieser Modifikation auch so ein ganz wichtiger Aspekt, der in The Sims 4 auch so ein bisschen fehlt, irgendwie wieder mit drin ist. Und zwar, dass man natürlich in den Welten die Sims hat und natürlich auch die zugehörigen Sims-Häuser. Aber ich bin der Meinung, dass wir im Spiel nicht diese alltäglichen Sachen haben, die man sonst so in echt macht. Wie zum Beispiel, was es auch neu mit der Brook Heights-Welt gibt, zum Friseur gehen oder auch auf den Friedhof gehen. Das gibt's jetzt alles und irgendwie haben wir das im Spiel gar nicht. Wir haben halt so normale Sachen wie Stadtparks oder ins Fitnessstudio gehen, aber so andere Kleinigkeiten, die man sonst auch in die Sims 3 teilweise hatte, jetzt zum Beispiel zum Lebensmittelladen oder so zu gehen, was ja jetzt auch möglich ist, gibt's halt irgendwie in die Sims 4 gar nicht. Und ich finde irgendwie cool, dass er an sowas gedacht hat auf jeden Fall. Abschließend noch ein bisschen was Blödes. Wir wissen nämlich nicht ganz genau, wie viele Packs wir eigentlich brauchen, um diese Region, so wie es gedacht ist, zu spielen. Man hat nämlich schon allgemein mehrere Features gesehen, die halt auf anderen Packs basiert haben und die braucht man dann halt immer, um die Modifikation spielen zu können. Da muss man natürlich nochmal gucken. Also für Leute, die nur das Basisspiel haben oder nur ganz wenige Packs besitzen, werden höchstwahrscheinlich halt leider leer ausgehen und werden nicht so gut mit der Welt spielen können. Was denkt ihr über diese Modifikation? Werdet ihr euch diese herunterladen, wenn sie für alle erscheint wird? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.